Hey Leute, willkommen zurück zum Lousy Let's Try von Haiku the Robot. Wir spielen noch immer die Beta-Demo, wie ich schon angekündigt habe. Nur Beta-Demo, also noch keine offizielle Demo, haben eigentlich Gegenarten, üblich eine fliegende. Ziemlich viel aushaltet, alles ist voll mit Strom. Der Entwickler, der Mr. Morris. Oh. Auf Kickstarter gefundet hat damals, also das Projekt, das war, ist ein Kickstarter-Projekt. Er hat das Ziel erreicht. Das Spiel wird dann irgendwann einmal auch für Nintendo Switch sogar erscheinen. Diese Beta-Demo. Ah, scheiße, da kann man nicht gehen. Mies, ich kann jetzt nicht da um mich, weil da nimmt das Schaden. Das heißt, die muss da irgendwo den Strom abdrehen wahrscheinlich. Diese Beta-Demo ist am PC veröffentlicht worden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange die Beta-Demo noch geht. Beta-Demo deshalb, weil es quasi jetzt so eine Art Beta-Test ist. Dass wenn irgendwo Bugs auftauchen sollten, ist es nicht so schlimm. Das kann man einer Beta-Demo leicht verzeihen. Oh. Schaut böse aus. Autsch, es ist böse. Aber ich probiere gerne was aus. Geh weg von mir. Schauen wir gerne alles an. Und wenn sie irgendwann einen Bug entdeckt, gleich schreien in die Kommentare, dann werde ich diese Bugs an den Entwickler reporten. Gott. Immer mehr. Fuck! Man kann es auch übertreiben! Wow! Da! Hey, bist du denn des Wahnsinns? Hä? Fuck, Alter, wo sind wir jetzt? Na! No. Wieso hat er denn da nirgends einen Speicherpunkt mehr einbaut, der Fock? Ah, die Tastenbelegung, die geben wir wirklich im Zut. Syncrolex die Umtasten auf Y anlegen, nicht nur auf Z, so wie bei den Amerikanern. Dass ich den Weg schon geöffnet habe. Wenn es nicht nochmal machen muss, ich weiß jetzt noch nicht genau. So, da war der Ausgangspunkt von der aktuellen Folge. Mainframe Vault, jetzt probieren wir es. Also mit dicht. Der Zugang ist blockiert, okay. Ach Gott, na. Ach gut. Gut zu wissen. Nach dem Tod geht es wenigstens da wieder weiter. Ich stark davon aus, dass wir da noch und noch Sachen aktivieren müssen, damit wir das Tor aufkriegen. Wird da nichts kaputt machen, die sind nämlich so, dass sie sich vermehren, da geht eher nichts. Das hat. Haben wir gesagt, war da drüben. Ah, die große Laserstreue, gell? Energiestrahl, wo ich nicht durch kann. Irgendwo wie da Energie abdrehen müssen. Das heißt, ich habe tatsächlich nur einen einzigen Weg momentan. Und das ist der. Mit dem lege ich mich sicher nicht an. So. Wäre halt wirklich ziemlich praktisch, wenn ich. Ja, sicher. Ja, genau. Jetzt komme ich eh schon nicht um mich. Weil ich Schaden nehme.
Und dann sind Laserstrahlen auch noch. Also ich krieg da sicher irgendwas, was mich isoliert. Ah, fuck! Ich Glühbirne. Oh. Ah, ich stelle mich halt auch. Ja, gut, das war jetzt mein Fehler. Weil ich schon wieder die falsche Taste gedrückt habe. In meiner grenzenlosen Dummheit. Und schon wieder. Jedes Mal, wenn ich zuschlage, wenn es keinen Sinn macht, braucht ihr euch nur denken, jetzt hat der Depp schon wieder. Falsche. Wie komme ich bei dem Schwein vorbei? Ah, du kotzt mich an. Und das ist vielleicht auch keine Anmerkung, dass ich das Rutschen nicht so schnell überhitzen lässt. Das wäre ganz freundlich und nett. Es lässt ihn zu schnell überhitzen. Dabei benutzt man es meistens gar nicht zum Gegner ausweichen, sondern nur zum schnell vorankommen. Da ist es ein bisschen schade, dass man es nicht öfters verwenden kann. Gut, also rumgegangen wieder. Vielleicht ist es so, dass man wirklich am Ende von jedem Bereich, von jedem Abschnitt irgendeine Fähigkeit kriegt, so wie ein Magnet, der einem dann wirklich weiterhilft. So wie da, kann ich mir echt gut vorstellen, dass man irgendwas kriegt, das einen isoliert. Weil sonst würde das da oben keinen Sinn machen. Dass zusätzlich noch Laserstrahlen von oben kommen. Mehr Wärme drauf? Nein, auch nicht. Mei. Was ist denn das jetzt wieder? Oh Mann, schaut das fies aus. Central Core. Innere Kern. Böser Sch. Ein Typ. Tut man das was? Nö. Ruhe geben. Da ist auch dicht. Da ist auch alles dicht. Da ist auch alles dicht. Okay, bleibt nur das. Da habe ich halt wahrscheinlich auch keine Map. Links oder rechts? Wow! Ah. Geht nichts mehr. Weg. Dann halt noch unten. Ist da irgendwas Geheimes? Nein. Schade, dass man durch Plattformen nicht durch kann. Schade, schade, schade. Und da ist auch eine kaputte Tür. Okay. Richtig lange, gute. Wow! Ja, fix! Übrigens, der Blitze schießt. Ich meine, ich mag ja einen Crack Hocker von Kirby, taugt mir voll. Einer von meinen Lieblingsbosse. Weil er so süß ist mit seinen lieben coolen Augen. Aber Hybien, die Blitze schießen, sind unsympathisch. Wieder Bereich sein, wo ja, da ist der Überhitzungsmodus automatisch sofort Vollgas aktiv, da brauche ich gar nicht weitergehen, solange ich die Fähigkeit, die ich vielleicht brauche, noch nicht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da eine Fähigkeit kriege. So, Feiglinge. Ich muss vielleicht da irgendwann Strom abschalten, nachdem da überall noch Energie aktiv ist. Den Sprung schaffst du nicht.
Map immer permanent hätte, könnte ich wenigstens immer sagen, wo die Speicherräume sind. So. Glühbirne. Hey, wurscht. So, da. Frage, wo geht's weiter? Ich weiß halt wirklich ganz oft nicht, ob da jetzt ein Weiterkommen beabsichtigt ist oder ob ich eine Fähigkeit brauche. Oh, das schaut jetzt nach Boss aus. Gut, ich hab gerade gespeichert, es kann nichts passieren. Oh fuck! Oh mein Stromgegner, hey. Bin kein Fan von Strom. Ja, er haut die. Oh, nee. Hey, Alter, also. Okay, diesmal. Wie sieht mich überhaupt an? Ich fürchte, dass ich diesmal nicht genug. Nicht vorbei, okay, scheiße, zweite Phase. Klemme. Ja, ist reines Trial and Error. Muss man oft ausprobieren, was. Falsch. Man muss leider oft ausprobieren, was ein Boss drauf hat. In Phase 2. Heftiger Tobak. Wie er an die Kabel hängt. Informationen können nicht überspringen, oder? Ja. Das kann man vielleicht auch merken, dass man dann die Animationen vom Boss überspringen kann. Jo, genau! Ich möchte irgendwie das. Umgehen. Ach, das ist Schopfi an der Wand, okay. Und das? Na, also das ist unmöglich zu umgehen. Und jetzt ist das auch unmöglich, weil er mich an die Wand gedrängt hat. Hey, Kuh, spring! Ja! Ich hab schon wieder vergessen, dass er das macht. Das war das. So. War nichts war das. Ich war einfach nur in der Höhe. Ah, heftiger Gegner. Nein, Alter! Ich stelle mich in der ersten Phase immer so. Okay, jetzt ist es aber echt einmal normal. Wenn ich die erste Phase nicht immer so peinlich absolvierte, dann wäre es ja kein Problem. Na, die scheiß Tastenbelegung, die kotzt mich jetzt wirklich schon langsam an. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ja gut, er kann nichts dafür. Er hat nicht bedacht, dass es andere Tastaturen auch gibt. Ich weiß nicht, warum wir das in Europa geändert haben.
Also Z brauchen wir öfters als Y und die Amis brauchen Y öfters, deswegen wahrscheinlich. Zuschlagen, hupfen, zuschlagen, hupfen, zuschlagen, hupfen. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Y bin. Zuschlagen, zuschlagen, hupfen, hupfen, hupfen. Rutschen auf C. Und ich hupfe dann immer in den Arm rein aus Versehen. Oh, ist das so gefährlich? Echt? Das hat er geil ausgeschossen. Shit, Alter. Jetzt schon wieder! Jetzt schaffe ich nicht einmal mit der ersten Phase, Alter. Jetzt habe ich mich mehr konzentriert und das ist genau der Fehler. Ich bin mir drauf losbashen. Konzentration. 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 Ja, du bist so dumm, Mike, Alter. Wieder verdruckt. Die scheiß Tastenbelegung, Alter. Du kotzt mich langsam wirklich schon so an. Den unmöglich besiegen so. Dann nehme ich so eine Stelle. Ich bin froh, dass er da nur ganz kurz schießt. Sonst wisst ihr nicht, wo ich ihn hier ausweichen soll. Aber. Dort oder nicht? Dort oder nicht? Dort oder nicht? Ist er tot? Wait, what happened? Can't remember anything. Okay. It felt like I was lost in a dark, vast emptiness.
Also irgendwas befällt da die Maschine und macht dann ein BS. Die schwarzen Wurzel da eben rausgekriegt. As if my core program was shut down and I was being controlled by something else. I must go. I need to find out what happened with the others. Haiku the robot. Thank you for playing the exclusive Kickstarter beta build. Okay, Leute, tut mir leid, die Folge war ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall sieht sie aus. Gucken wir auf Continue. Ich muss noch ganz kurz schauen, ob da noch irgendwas aufgegangen ist. Jawohl. Das schauen wir uns schon noch an. Ja, Fähigkeit. Vielleicht irgend sowas wie Isolation. Space Disruptor. Mit teleportieren. Und ein Greifhaken. Na gut. Das heißt, die Demo ist noch nicht aus. S-Zipline. Oh Mann, das wird dann schon ein bisschen kompliziert mit den Tasten. Und S. Holy fuck! Okay, aber das wird mir trotzdem nichts bringen da in der Hitze. Ihr entkommt mir nicht. An einen Wutzeler. Den Speicherpunkt, den lassen wir nicht sausen. Kann ich durch die Gegner durchzippen? Das war jetzt klar irgendwie, gell? Dass es das nicht herschenkt. Kosten halt leider trotzdem gleich viel überhitzen. Jetzt in der Luft teleportieren? Ja! Ah, das kann man ja kaputt machen. Cool. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Hätte man eigentlich denken können, sagen wir so. Ah, da will ich die Zipline gleich verwenden. Wieder Fähigkeit. Jetzt geht's aber dahin. Roundball. Hey, cool. Gefühl. Kann jetzt springen? Sowas. Ah. Das ist, damit man quasi ein bisschen schneller unterwegs ist und nicht das lahme. Ah, nochmal kann man. Wäre jetzt nur zu schön, wenn man das jetzt nichts down hat. Die Kunde ist gar nicht wind auf unterwegs. Na. Wieso hast du jetzt nicht teleportiert, Haiku? Da Riesenglühbirne, die blinkt. Schießt. Wow. Damn it. Ich glaube, da kann ich. Achso. Kann ich mich durch sowas auch durchteleportieren? So, ich noch nicht ganz durchschaut, durch was ich mich durchteleportieren kann. Das auch nicht.
Das also auch nicht. Somit habe ich nur den Weg, glaube ich. Oh, müssen wir jetzt den Greifhack einsetzen können. What the fuck? Ah, shit. Okay. Ja, ich bin so dumm. Jetzt mache ich wirklich Anfängerfehler, das ist... Das resettet mich, Gott sei Dank. Ah, jetzt... Also jetzt... Konzentration schon so im Eimer. Geht nix. Boah. Haiku, Haiku, Haiku. Ich muss die Zipline für öfters einsetzen, aber die Tastenbelegung ist einfach zu viel, dadurch, dass ich die Y-Tasten nicht zur Verfügung habe, sonst wäre es leicht, das da aufzuwechseln. Nur durch Gegner nicht durchkommen mit Haken ist zwar völlig logisch. Wie komme ich da durch? Jetzt wechselt sie genau ab. Jetzt wechselt sie ganz genau ab. Umspringen und down. Haken. Schwierig. Na, bin ich nicht lang genug in der Luft. Ja, ist es eh nur. Es ist eh nur ein so für Items, also für Zahnräder. Weißt, jetzt ist es wirklich so weit, dass mir die Glühbirnen da schon verletzen. Die wir vorher noch nie was da haben. Da stelle ich mich jetzt schon an. Okay. Aber wir haben zumindest einmal im Rahmen von dem Let's Try jetzt gesehen, zu was der Haiku da fähig ist. Das Spiel alles kann, also es ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr gutes Gameplay. Wenn ich nicht dumm wäre. Na, das ist einfach, das kannst du vergessen. Die Knopfbelegung, das, also das ist ein Feedback, das kriegt man ganz sicher. Na! Da müsst mir jetzt verarschen, ich drück ja S! Na, das ist das, wo ich schon war. Okay. Leute, danke fürs Zuschauen. Und Haiku the Robot, sobald die Vollversion draußen ist, widmen wir uns dem ganzen Projekt wieder. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und bis dahin, immer gern meine anderen Let's Plays schauen. Besucht mich auch im Livestream. Normalerweise, wenn es ausgeht bei mir, kommt immer montags, mittwochs und samstags eine neue Folge von einem Let's Play. Livestreams sind ohne Termine, geht es einfach zeitlich nicht aus bei mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, baba, ciao.